Dann meine ich, hier hinten waren noch irgendwo zwei Zombies. Ja, da kommen sie. Man kann natürlich auch hier wieder nach oben und nach unten zielen, wenn sie hier zum Beispiel zu nah rankommen. Und dann kann man immer noch versuchen, hier irgendwie einen Headshot zu landen. Wenn man denn dazu in der Lage wäre. Wusste ich, dass er wieder aufsteht. Steht er ja sofort wieder auf. Bleibst du wohl liegen? Ich hab kein Kleingeld. Ja, jetzt, das war's für ihn. Ich traue den trotzdem nicht, ne? Auch wenn die hier so ein bisschen am Boden liegen und einfach nur zucken. Aber wie gesagt, ich traue denen nichts. Und solange wir jetzt hier so stark verfolgt werden, gehe ich doch lieber auf Nummer sicher und erledige alles an Zombies, was ich kriegen kann. Ich sehe zwar nichts. Ach. Ja. Ja, ja. Ich weiß, was die da machen. Was sich so komisch anhört. Ja, Mittagszeit. So, ich wollte doch nicht stören. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. So. Jetzt einfach mal liegen bleiben, Kollegen. Geh auch ein paar Schritte zurück. Zwei stehen wieder auf. Lade nach! So, jetzt aber. Nein? Stehen sie wieder auf? Ja, einer steht wieder auf. Geh sterben. So, dann laden wir nochmal nach. Ich verbrate eigentlich viel zu viel Munition. Eigentlich sollte ich das gar nicht so. Aber bevor ich jetzt hier in der ersten Folge schon am Krepieren bin, oder jetzt schon in der zweiten Folge, denke ich mir so, lieber machen wir das so. So, hier in den Bus können wir mal reingehen. Ist halt auch schön, dass wir halt jetzt hier mehr als einfach nur eine Villa haben. Irgendwo hier hüppelt wieder eine rum. Das war der. Irgendwo da ist noch einer. Ich kann ihn hören. Er ist hingefallen. Frage, steht er wieder auf? Den ich nicht sehen kann. Ich mag da halt auch nicht unbedingt rübergehen und dann sehe ich wieder nicht, ob da der jetzt gerade schon wieder steht und mich einfach nur attackieren will. Hier geht's aber noch. Und überall nur Tote. Ja, okay, er ist tot. Ich versuche jetzt auch irgendwo irgendwas zu erkennen hier. Was? Kein Lebenszeichen? Ja, das dachte ich mir. Vielleicht hier im Aktenkoffer mal so ein grünes Kraut oder sowas. Das würde mir jetzt echt voll helfen. Aber nee. Nix. Nada. Niente. Nun gut. Dann müssen wir so weiter. Dann würdest du bitte, genau, einfach mal darauf zielen. Und natürlich auch mal wieder nachladen. So, warte. Warte. Natürlich steht er auf. Da ist auf jeden Fall mehr als nur der eine. Frage ist halt nur, wo sind sie? Wenn ich jetzt hier den Bildschirm wechsle, dann greifen die mich bestimmt so instant einfach mal an. Deswegen, ich lasse die mal zu mir kommen. Glaube ich. Das müssen ja jede Menge sein. So hört es sich an. Da! Mitten im Bildschirm. Geh weg. Oh, noch so einer. Na, 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 na. Okay. Beide bluten aus, aber einer ist da hinten noch. Irgendwo.
Was sagt das Magazin? Schon wieder halb leer. Da ist er. Du gehst bitte auch sterben. Ah, noch einer. So, und der andere steht gleich wieder auf. Sag ich doch. Und der nächste. Dann müsste der jetzt auch down sein. Ja, blutet. Ah, noch einer. Ja, wie viele denn noch? So kann man natürlich auch Munition verschwenden. Normalerweise läuft man halt hier einfach durch. Aber aufgrund meiner Lebensanzeige und meiner tollen Gewöhnung an die Steuerung möchte ich das echt nicht riskieren. So. Jetzt haben wir es aber, oder? Hoffe ich. Sieht bisher alles sehr gut aus, außer halt es im Hintergrund brennt, aber das sieht auch sehr gut aus auf eine gewisse Art und Weise. Gut. Dann gehen wir mal hier durch. Immer schön in Horrorspielen die ganzen rostigen Türen und hinter mir sind die 300.000 Zombies gespawnt. Warum auch immer, deswegen humpel ich hier einfach mal des Weges. Und dann sind wir immer noch auf der Suche nach irgendwie Heilmitteln und ich weiß nicht was. Aber es sieht schon so aus, als würden wir zum Police Department kommen. Dahin, wo wir eigentlich auch hin sollten und wollten. Ne? So, war das hier? Ja. Hier können wir einmal grüne Kräuter nehmen. Und ich bin am überlegen, ob ich die jetzt schon nehme. Kann ich da nochmal was rausholen? Nein? Warte mal. Hier gibt's nichts. Ja, dann nehme ich die jetzt mal vorsichtshalber. Eigentlich voll verschwenderisch, aber was soll's. Hauptsache ist, wir sind mal ein bisschen schneller. Geh nicht da hinten hin, wo die Zombies auf uns warten, sondern einfach mal hier rein. So, jetzt sind wir jetzt erstmal so ein kleines Stück hier in Sicherheit. Wir können uns jetzt halt hier so ein bisschen umgucken, was wir hier so alles haben. Zum Beispiel hier geradeaus haben wir schon was. Ein alter Brunnen, da steht geschrieben. Um den Schlüssel zu bekommen, der dein Herz öffnet, warte ich auf das wunderschöne Einhorn. Weißt du Bescheid? Also bringen wir Daddy das mal in Einhorn und dann freuen sie sich. Irgendwie, hoffentlich. Ich weiß auch nicht. Elektronisch verschlossen, yay! Ist immer toll, ne? Auch hier natürlich großes Gebäude mit vielen verschlossenen Türen. Jetzt nicht ganz so groß wie die Villa aus dem ersten Teil, aber halt schon so ein bisschen, ne? Ist halt ein Police Department. Was? Oh man. Who are you? Oh, you must be the new guy. Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... just go. Fine. But I'm coming back for you. Just hold on. Ah,
Okay, somit haben wir schon die erste Schlüsselkarte und da bekommen wir jetzt, glaube ich, durch die elektronisch versiegelten Dinger. Natürlich. Er ist so schwer verwundet, dass er eigentlich nur sitzen kann, aber die Tür schließt er ab. Klar. Gut. Gehen wir jetzt mal hier durch. Ne, ist das nicht die richtige? Okay. Gab es dafür noch eine andere Möglichkeit wahrscheinlich. Was haben wir denn hier noch Feines? Hier haben wir einmal Pistolenmunition rumliegen. Nehmen wir auch mal mit. Und hier haben wir unsere erste Speichermöglichkeit. Die werden wir natürlich auch mal gleich nutzen. Einfach nur, weil ich so stark angeschlagen bin. Definitiv nicht meine beste Performance hier ever. Und normalerweise, wenn wir auf normal gespielt hätten, wären wir definitiv schon tot. Ich glaube, da hält man zwei oder vielleicht drei Zombie-Anhalterungen aus und dann ist man ziemlich tot. Ziemlich tot passt dann ziemlich gut auf den Status des jeweiligen Charakters. Gut, ich guck mal, ob man hier irgendwo durchkommt, aber sieht nicht so aus. Dann haben wir, glaube ich, irgendwo hier drüben noch eine Tür. Wenn man jetzt hier hochgeht. Nicht die Türen jetzt, wo Dingens ist, ne? Und ich will hier ständig über die Treppen einfach so hochgehen. Und vergesse, dass man da A drücken muss. Elektronisch Verschluss auch nicht. Wo sollen wir dann hin? Dachte ich. Oder warte. Muss ich mich da vorstellen und sagen, ich will Karte benutzen? Können wir das auch drüben bei der Tür machen? Wenn es der Fall sein sollte. Warte. Mal benutzen. Das brauchen sie jetzt nicht zu benutzen. Okay. Kann ich das irgendwie in den Computer vielleicht eingeben? Stand doch im Computer rum. Ihr merkt, ne? Es ist für mich echt ewig her. So, dann mal hier hin. Wollen Sie den Computer benutzen? Ja, meinetwegen. Door Lock Service. Horside Doors Locked. The doors can be unlocked by a card key. Eine blaue Karte benutzen? Ja. Checking up ID Card. Yay! Horside Doors Lock Released. So, und jetzt können wir da durch die beiden Türen hindurchgehen. Wo uns bestimmt jede Menge Tod und Verderben erwartet. Aber hey, es wäre nicht über Resident Evil, wenn es uns nicht umbringen würde. Ne? Also dann mal ab und auf durch die Tür. Durch die große, pixelige Tür. Hier haben wir eine Truhe. Das ist hier so eine Truhe, wo ich Sachen ablegen kann. Tatsache. Das ist gut. Oh, da gibt es sogar Erste-Hilfe-Spray drin. Oh mein Gott. Das wird jetzt sowas von missbraucht hier. Na, einfach weil ich es gerade voll nötig habe und so. Jetzt geht's mir wieder gut. So, hier haben wir eine Notiz. Die kann ich hier einmal ganz kurz hier für euch durchgehen. Einfach nur, damit ihr es gesehen habt. Teilweise werden die echt lang, deswegen lese ich das nicht alles vor. Und, ja, das ist so der Hauptgrund, wieso, weshalb, warum ich das jetzt so mache. Gucken wir mal, was wir hier hinten haben. Wow, wow. Da war voll so das große Viech so am Fenster. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Was ist das für ein Pönöpel da in der Mitte? Pönöpel in der Mitte angucken? Pönöpel in der Mitte angucken? Nein? Gut. Auf jeden Fall war da hier so ein Viech, das da einfach mal von links nach rechts gewandert ist. Und da drüben wäre halt auch eine Tür. Ich wollte hier nochmal ganz kurz gucken. Fahndungsfotos kann ich nicht anklicken. Kann ich hier irgendwas angucken? Auch nicht. Nix. Nada. Niente. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt durch diese Tür hier gehen und uns das Grauen genauer angucken, was uns da erwartet, mache ich eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns in der nächsten Folge von Resident Evil 2. Und bis dahin, viel Spaß euch noch. Tschüss.